Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Bei militärischen Einsätzen werden manchmal leichte Fahrzeuge mit einem speziellen Geländefahrwerk eingesetzt, die praktisch nicht gepanzert sind, aber sehr gut mit jedem unwegsamen Gelände zurechtkommen. Heute zeigen wir euch die 10 besten militärischen Leichtbau-Geländewagen der Welt. Fast Attack Vehicle. Das Fast Attack Vehicle, früher Desert Patrol Vehicle genannt, ist ein schnelles, leicht gepanzertes, sandbahnähnliches Fahrzeug, das erstmals 1991 im Golfkrieg eingesetzt wurde. Das Fahrzeug wurde von Chernotov Racing Products gebaut. Aufgrund ihrer Schnelligkeit und Geländegängigkeit wurden die Fahrzeuge während der Operation Wüstensturm ausgiebig eingesetzt. Die ersten US-Truppen, die in Kuwait-Stadt einmarschierten, waren United States Navy SEALs in Desert Patrol Vehicles. Das leichte Fahrzeug kann eine Geschwindigkeit von bis zu 130 Stundenkilometer erreichen. Mit dem serienmäßigen 79,5-Liter-Tank hat das DPV eine Reichweite von etwa 338 Kilometer. Mit einer optionalen Tankblase kann die Reichweite auf über 1610 Kilometer erhöht werden. Die Nutzlastkapazität beträgt 680 Kilogramm. Light Strike Vehicle. Der Spider New Generation Light Strike Vehicle ist ein 4x4-Fahrzeug mit Allradantrieb, das für eine hervorragende Mobilität im Gelände konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem 136 PS Turbodieselmotor und einer hochmodernen Federung kann er 60% Steigungen überwinden und schwieriges Gelände bewältigen. Das Fahrzeug bietet Platz für bis zu 6 Besatzungsmitglieder und verfügt über einen einzigartigen Mittelhandantrieb, der flexible Waffenkonfigurationen auf beiden Seiten des Fahrerplatzes ermöglicht, um einen weiteren Feuerbogen zu erzeugen. Trotz seiner geringen Grundfläche bietet das Light Strike Vehicle eine hohe Nutzlast von 1000 Kilogramm, die eine Vielzahl von Waffensystemen aufnehmen kann, von schweren Maschinengewehren über automatische Granatwerfer bis hin zu ATGM-Werfern. Advanced Light Strike Vehicle. Das Flyer Advanced Light Strike Vehicle ist ein leichtes, lufttransportfähiges taktisches Radfahrzeug, das gemeinsam von General Dynamics und Flyer Defense für das US Special Operations Command entwickelt und hergestellt wird. Das Fahrzeug kann intern von den Flugzeugen V-22, CH-53E und CH-47D und extern von den Flugzeugen UH-60L transportiert werden. Es bietet hohe Leistung und hervorragende Manövrierfähigkeit. Es kann bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Das Flyer-Fahrzeug ist mit einem ringmontierten Waffensystem ausgestattet, das eine 360-Grad-Abdeckung bietet. Der in der Mitte des Fahrzeugs montierte Turm ist mit einem schweren 12,7 mm Maschinengewehr bewaffnet, das durch einen automatischen 40 mm Granatwerfer ersetzt werden kann. Das ALSF kann eine Höchstgeschwindigkeit von 136 Stundenkilometer erreichen. Er hat eine Reichweite von 725 Kilometern bei einer Geschwindigkeit von 64 Stundenkilometern auf ebenem Gelände. Al-Talab. Der Al-Talab ist ein hochmobiles 4x4-Patrouillenfahrzeug mit großer Reichweite, das auf der Grundlage des robusten Fahrgestells eines Toyota Land Cruiser der Serie 79 entwickelt wurde, um eine leistungsfähige und zuverlässige Patrouillenplattform zu bieten. Das Fahrzeug bietet Platz für 4 Besatzungsmitglieder und verfügt über eine Option für 2 Krankentragen im Heck zur medizinischen Evakuierung. Es ist für Überwachungs- und Aufklärungskräfte, die innere Sicherheit und den Grenzschutz konzipiert. Der Al-Talab ist auch in einer Mittelstrecken- und einer Kommandovariante erhältlich. Der Al-Talab ist mit 2 Geschützhalterungen vorne und hinten ausgestattet, um Waffen und Bergungsausrüstung zu tragen. Das Al-Talab LRPV verfügt über eine hohe Straßenmobilität mit Servolenkung. Es kann in unwegsamem Gelände, auf Wüstenstraßen und in großen Höhen effizient eingesetzt werden. Desert Iris.
Der Desert Iris wurde von der KADDB entwickelt, um den operativen Anforderungen der jordanischen Streitkräfte an ein leichtes und kostengünstiges ungepanzertes Fahrzeug zu entsprechen. Ursprünglich war er für Luftlandetruppen und schnelle Einsatzkräfte gedacht. Der Desert Iris basiert auf den Fahrzeugkomponenten des Toyota Hilux, um die Entwicklungs-, Produktions- und Wartungskosten zu senken. Das Fahrzeug wird von einem 2,8 Liter Dieselmotor von Toyota angetrieben, der 88 PS leistet. Dem Desert Iris wird eine hervorragende Geländegängigkeit und Handhabung nachgesagt. Der Desert Iris ist für die Beförderung von Passagieren oder Waffen ausgerüstet. Sie kann 7,62 mm oder 12,7 mm Maschinengewehre, TOW-Werfer, Mehrfachraketenwerfer oder andere Waffen tragen. Das Fahrzeug kann leichte Anhänger oder leichte Artilleriegeschütze, wie zum Beispiel Mörser, ziehen. Chaborz M3. Der Chaborz M3 ist ein leichter 4X2 Geländewagen, der für den Einsatz von Spezialeinheiten im Gelände konzipiert wurde. Die Serienproduktion wurde 2017 von Chechenafto übernommen. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 1,6 Liter Motor mit 98 PS, der an ein mechanisches Getriebe mit Synchronisierung gekoppelt ist und das Fahrzeug auf der Straße auf eine Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer beschleunigen kann. Die Besatzung besteht aus 3 Personen. Im hinteren Teil befindet sich eine Kapsel für einen automatischen 30 mm Granatwerfer oder ein 7,62 mm Maschinengewehr. Das vordere Besatzungsmitglied, das sich rechts vom Fahrer befindet, kann ein 7,62 mm Maschinengewehr auf Zapfenmontage verwenden. Das Fahrzeug verfügt über eine Seilwinde zum Selbstziehen mit Elektroantrieb und einer Hakenkraft von bis zu 2 Tonnen. Es gibt Halterungen für die Anbringung von Spezialausrüstung sowie zusätzliche Tanks für Kraftstoff und Wasser. Chaborz M6. Der Chaborz M6 ist ein hochgeländegängiges, mobiles, taktisches Fahrzeug. Er ist eine weiterentwickelte, sechssitzige Version des zuvor entwickelten Chaborz M3. Der Chaborz M6 kann schnell an den jeweiligen Einsatz angepasst werden. Das Fahrzeug kann für den Transport von Truppen und Fracht als Zugfahrzeug, Ambulanz-, Evakuierungsfahrzeug, Speer- oder Aufklärungsfahrzeug eingesetzt werden. Es kann ein Startkomplex für Drohnen-, Kommunikations- und Aufklärungsausrüstung installiert werden. Auf dem Fahrzeug können 4 Maschinengewehre verwendet werden, 3 7,62 mm PCMs oder Pechenex MG und ein auf einem Zapfen montiertes 12,7 mm Cord oder UTIS HMG. Der Chaborz M6 kann von verschiedenen Motoren mit einer Leistung von 150 bis 300 PS angetrieben werden. Es können sowohl herkömmliche Diesel- oder Benzinmotoren als auch ein hybrides dieselelektrisches Kraftwerk sein, das die Möglichkeit einer geräuschlosen Bewegung gewährleistet. Nikola Reckless UTV. Der Nikola Reckless ist ein neues elektrisches Nutzfahrzeug, das vom US-amerikanischen Hybrid-LKW-Hersteller Nikola Motor Company entwickelt wurde. Der Reckless ist für verschiedene Einsatzanforderungen der Land- und Seestreitkräfte vorgesehen. Er eignet sich für Kampf- und Aufklärungseinsätze sowie als Zugmaschine. Er bietet für 4 Besatzungsmitglieder, von denen 2 im vorderen und die übrigen im hinteren Bereich untergebracht sind. Das Trockengewicht des Fahrzeugs liegt je nach optionaler Ausstattung zwischen 1043 kg und 1996 kg, während die Nutzlast 635 beträgt. Auf dem Nikola Reckless UTV ist ein ferngesteuertes Waffensystem mit einem 12,7 mm Maschinengewehr montiert, um Ziele wie leicht gepanzerte Fahrzeuge, feindliche Kräfte und Stützpunkte zu bekämpfen. Der Nikola Reckless Electric UTV erreicht in 3,9 Sekunden eine Geschwindigkeit von 95,6 Stundenkilometer und bietet eine maximale Reichweite von 160 bis 320 Kilometer. Infantry Squad Vehicle. Das Infantry Squad Vehicle, ISV, ist ein lufttransportfähiges, leichtes Hochgeschwindigkeitsnutzfahrzeug, das von der US-Armee im Jahr 2020 ausgewählt wurde und auf der Plattform des Chevrolet Colorado ZR2 basiert. Ein ISV kann 9 Infanteristen befördern.
Die GM Defense ISVs werden im Rahmen des ISV-Programms der US-Armee beschafft, das darauf abzielt, Infantry Brigade Combat Teams ein leichtes Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit im Kampfeinsatz zur Verfügung zu stellen. Das Fahrzeug kann mit dem UH-60 Black Hawk Hubschrauber an einer externen Schlinge oder mit dem CH-47 Chinook Hubschrauber im Inneren transportiert werden. Angetrieben wird der Infanterie-Truppentransporter von einem 2,8 Liter General Motors LWN Duramax Turbodieselmotor, der eine Leistung von ca. 186 PS erzeugt. Die ISV unterstützen Einsätze in der Wüste und in felsigen Terrain. MRZR. Der Polaris MRZR-4 ist eine größere viersitzige Version des MRZR-2. Dieser ultraleichte Geländewagen hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Es wird vom US Special Operations Command, dem US Marine Corps sowie von Spezialeinheiten aus einer Reihe anderer Länder eingesetzt. Diese ultraleichten Fahrzeuge wurden für Expeditionsstreitkräfte entwickelt und ermöglichen es, den Fußsoldaten sich viel schneller zu bewegen. Die MRZRs sind völlig andere Fahrzeuge als die HMMWVS. Der MRZ4 hat eine Nutzlastkapazität von 680 kg. Außerdem kann er einen speziellen Offroad-Anhänger ziehen, der dem Fahrzeug eine zusätzliche Nutzlast von 454 kg verleiht. Dieses geländegängige Fahrzeug kann mit verschiedenen Waffen ausgestattet werden, zum Beispiel mit 5,56 und 7,62 mm Maschinengewehr oder einem automatischen 40 mm Granatwerfer. Im Wesentlichen kann der MRZR-4 für schnelle Angriffe eingesetzt werden. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Fahrzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.